Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT Trick. In dieser Anleitung schauen wir uns an, wie wir bei einem Gigabyte Mainboard und einer AMD CPU Secure Boot aktivieren und TPM aktivieren. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis, bevor ihr hier Secure Boot im BIOS aktiviert. Stellt bitte sicher, dass eure Festplatte im GPT Format vorliegt, weil wenn ihr Secure Boot aktiviert, funktioniert das Ganze nur im Zusammenhang mit einer Festplatte im GPT Format. Aktiviert ihr Secure Boot und ihr habt noch ein MBR-Format, dann landet ihr immer wieder im BIOS und könnt euer System nicht mehr booten. Wenn ihr nicht genau wisst, in welchem Format eure Festplatte vorliegt, oben in der Infokarte habe ich eine kurze Anleitung dafür eingeblendet und unten in der Videobeschreibung habe ich das Ganze auch nochmal verlinkt. Als erstes aktivieren wir jetzt mal Secure Boot. Dazu müsst ihr hier oben auf den Reiter BIOS wechseln. Das könnt ihr entweder mit der Maus oder mit den Pfeiltasten rechts links machen. Dann sucht ihr den Eintrag CSM-Support. Dieser ist im Standard auf Enabled oder wenn ihr das BIOS auf Deutsch umgestellt habt auf Aktiviert. Damit ihr jetzt Secure Boot aktivieren könnt, müsst ihr das Ganze auf Disabled bzw. Deaktiviert stellen. Im nächsten Schritt aktivieren wir jetzt TPM. Dazu brauchen wir hier oben die Peripherals bzw. Peripheriegeräte in Deutschen. Wir wechseln also auf den nächsten Reiter. Und da wir hier eine AMD CPU verbaut haben, suchen wir hier den Eintrag AMD CPU FTPM. Der steht standardmäßig... Auf Disabled, hier einmal die Enter-Taste drücken und das Ganze auf Enabled stellen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, falls eure Einträge hier nicht so vorhanden sein sollten oder gewissermaßen anders heißen, es ist hier nur ein Beispiel. Es muss nicht unbedingt bei euch genauso sein. Auch wenn ihr ein Gigabyte Mainboard habt, kann das BIOS hier durchaus unterschiedlich sein. Nachdem ihr die beiden Sachen hier umgestellt habt, geht hier oben auf Save and Exit, speichert eure Konfiguration und startet das System neu. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob euer Board TPM und Secure Boot überhaupt unterstützt oder die Einträge nicht findet, schaut mal bei den Herstellern nach. Diese haben jetzt mittlerweile fast alle BIOS-Updates zur Verfügung gestellt, bei denen TPM und Secure Boot bereits aktiviert sind. Und die meisten Hersteller haben mittlerweile eine Kompatibilitätsliste. Dort könnt ihr nachschauen, ob euer Board für eine Windows 11-Installation geeignet ist und was ihr eventuell dafür noch machen müsst.